Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, liebe Freunde, beziehungsweise es ist eigentlich sogar ein Monatsvlog, weil hier seht ihr Teil 3 meines London-Vlogs und es ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ich in London war. Leider. Aber ich habe danach versucht, einen Wochenvlog zu filmen, ich habe danach versucht, irgendwie ein Food Diary zu filmen. Dieses ganze Mischmasch seht ihr jetzt, das ist alles irgendwie im letzten Monat passiert und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hey Freunde, guten Morgen, ich zeige euch einmal kurz mein OOTD. This is my OOTD. Dieses Top ist Vintage Burberry. Diese Jacke ist, wie heißt die Marke nochmal? Elles. Und die Hose ist eine Camouflage-Hose. And this is my face. I look real cute today. Und Leute, ich war jetzt zu den Harry Potter Studios. Ich freue mich so drauf. Ich werde halt übel lang hinfahren. Also ich brauche ungefähr 2,5 Stunden hin. Das wird auf jeden Fall eine lange Fahrt, aber I hope it's worth it. Wir werden sehen. Ich nehme euch auf jeden Fall heute bei dem spannenden Tag mit. Ich gehe halt auch alleine hin, deswegen habe ich auch niemanden sonst voll zu labern. So, let's go. Ich habe mich hier noch schnell... Oh oh, mein Akku ist leer. So, mein Akku war leer, deswegen musste ich nochmal kurz switchen. Hier, mein Bagel of the Day. Dieser Käse. Ich habe den jetzt vor 2 Wochen gekauft. Und das war so die letzte Scheibe, die ist überall schon hart geworden, aber ich esse trotzdem. Und ein Avocado-Toast. Ein saftiges Avocado-Toast. Und dann muss ich mich schon langsam auf den Weg machen. Freunde, hier bin ich, I made it und ich glaube, ich gehe auch erstmal auf Klo. Also wenn ihr auch mal irgendwann vorhabt, hierher zu kommen, dann würde ich euch empfehlen, den Park nicht anzuschauen, weil ich will euch halt so viel wie möglich zeigen, wenn es klappt. Weil here we are. Wenn es nur fokussieren würde. Irgendwie bin ich gerade voll am Zittern. Ich habe die ganze Zeit meinen Kaffee getrunken. Vielleicht ist es das. Oh mein Gott, ich bin einfach jetzt schon in einer anderen Welt gelandet. Da vorne ist halt ein Starbucks, glaube ich. Nee, egal, ich gehe jetzt erstmal und schaue, was es hier so Spannendes gibt. Fantastic Beasts Outfits von dem neuen Film, den ich schauen muss. Hier ist so Trailer. Trailer. Mal schauen, was uns hier so erwartet. So Freunde, ich muss euch kurz an dieser Stelle einmal unterbrechen. Ich habe nämlich einen neuen besten Freund. Das ist der Sponsor dieses Videos. Den möchte ich euch vorstellen. Das ist der Yeti Vac 2 Pro und das ist ein Staubsaugroboter. Und das ist wie gesagt mein neuer bester Freund. Ihr könnt ihn einfach anmachen, gehen, euren Tag genießen, zur Arbeit gehen, was auch immer ihr zu tun habt. Und ihr kommt wieder, es ist alles frisch gesaugt oder frisch gewischt, wie ihr mögt. Der kann nämlich saugen und wischen. Einmal ist mir ganz dummerweise Reis auf den Boden gefallen, in meinem Zimmer. Und er hat ihn weggesaugt wie eh und je. Dann ist mir auch noch dummerweise Kaffee über den Boden gekippt und angetrocknet. Und da dachte ich mir, da probiere ich doch direkt mal die Wischfunktion von meinem tollen Staubsaugroboter aus. Ich war sehr erleichtert, als der Roboter das in einem Wisch einfach wegbekommen hat. Das Beste ist, wenn ihr irgendwie was in eurem Zimmer rumstehen habt, ist der Staubsaugroboter nicht so, dass er dann die ganze Zeit dagegen fährt, sondern er erkennt Gefahren, fährt um sie herum, saugt einfach oder wischt vor sich hin, wie er Bock hat. Dadurch, dass der Roboter diese Gefahren erkennt, braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, dass er irgendwie Möbel kaputt macht oder so. Der erkennt diese und fährt dann drum herum. Ja, ich packe euch alle weiteren Infos in der Infobox, wenn ihr euch den weiter anschauen möchtet oder wenn ihr vielleicht auch Interesse an so einem habt. Also eigentlich das Coolste für mich ist, dass er mir auch Snacks bringt.
by part. Wenn das schon jemand anders macht, macht es wenigstens mein kleiner süßer Staubsaugroboter. Also vielen Dank für Sponsoren dieses Videos. Bitte um. Nimm dir, will ich kein Bild machen. Guck mal, hier ist Baby Potter. Auf Dumbledores Arm. Und da ist Harrys Zimmer. Der Arme. Das ist so, dieses Zimmer ist einfach 1000 Euro in London. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber irgendwie müssen wir hier auf jeden Fall alle reingehen. Jetzt kommt irgendwas. Jetzt läuft irgendein Film. Also die haben gerade erklärt, manche Sets wurden halt echt innerhalb von wenigen Tagen gebaut und wieder abgebaut, aber die Halle steht immer noch da. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich war mal in Oxford und da hieß es, da drin haben die das gefilmt für Harry Potter in der großen Halle. Jetzt bin ich so, haben die verschiedene Drehorte gehabt oder haben die das hier nur so aufgebaut, um sich das jetzt anzuschauen? Aber ist so cool hier zu sein. Hier sind Kostüme. Wie schön. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das war, aber das war, da hatten die irgend so einen Ball, oder? Da gab es diese Eisskulptur und Drinks. Und die süßen Outfits. Und hier ist die Decke von der Great Hall. Chocolate Feast, oh my god. So cool. Ich würde am liebsten einmal reinbeißen in diese Eiskugeln. Hier sind Lunas Haare. Die Perücke würde ich mir auch gerne mal aufsetzen. Wie schön, diese blonden Wellen. Lucius Malfoys Haare. Oh mein Gott, Leute, ich kann nicht. Wie cool ist das bitte alles? Hier ist das Schlafzimmer von den Jungs im Gryffindor House. Wie süß, diese ganzen Details. Wie das hier alles rumsteht. Da sind die ganzen Zauberstäbe, aufgereiht von den Leuten. Die kennt man auch. Manche Leute laufen hier rum und die haben irgendwie so ein Harry Potter Passport. Aber ich habe halt nichts extra ausgegeben. Ich habe nur das Eintrittsticket bezahlt. Deswegen habe ich leider keine coolen Extras. Aber das kann man hier so abstempeln. Jetzt bin ich so, Mann, jetzt will ich auch so ein Ding zum Abstempeln. Hier. Yeah. Hier kann man das so stempeln. Ich bin auch immer hier so ein Fotograf. Immer wenn ich sehe, dass Familien so strugglen und zusammen gerne ein Bild haben möchten, bin ich immer so, kann ich euch helfen? Ach ja, sehr gern. Look at her. Ah, hier sind die Outfits. Wow. Und da ist der Spiegel. Der Spiegel. Hier stelle ich mich mal an, weil ich will hier auch ein cooles Bild. Da ist da der riesige Spiegel. Ich habe jetzt lang genug gewartet und die Leute vorgelassen. Jetzt mache ich erstmal auch Bilder hier. Ich hab's geschafft. Leute, ich will hier nicht weggehen. Ich will die ganze Zeit einfach nur schauen, weil ich es hier so schön finde. Gerade ist Little Harry Potter irgendwie in mein Bild gesprungen. Er fand es so lustig, dass ich da ein Spiegelfoto gemacht habe. Ich war so, thanks Harry, ich wollte gerne ein Bild mit dir haben, bin ich ehrlich. Und jetzt sind wir in Dumbledores Office. Wie schön, ich kann nicht, wie traumhaft schön. Wow, schade, dass man da nicht so drauf gehen kann. Ich würde mich gerne einmal setzen. Und schade, dass der Phönix nicht hier ist. Wo ist er? Cool, Leute, wie cool.
Wow. Okay, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Läuft man hier lang? Ich glaube ja. Wow. Einfach nur wow, Leute, ich komme gar nicht klar. Hier sind einfach die ganzen Tiere aufgelistet, die in den Filmen gespielt haben. Und auch Fang wurde von 3 verschiedenen Hunden gespielt. Ne, 5. Oh mein Gott, noch viel mehr. Alter, wie viele Hunde gab es für Fang? Das sind einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Hunde haben ihn gespielt. Krass. Und hier ist Hagrids Hütte. Cool. Ich will da so gerne reingehen überall. So lustig, hinter mir ist auch so ein Greenscreen-Part. Da machen die einmal diese Fotos, have you seen this wizard? Und wie du so auf so einem Besen durch die Gegend fliegst. Und dann kannst du dir halt das Video dann kaufen. Ich habe mich aus Versehen angestellt. Ich war so, ah nee, warte, ich will das gar nicht. Ich habe nur ein bisschen geschaut. Hier von der Kammer des Schreckens. Der Eingang. Geil. Geil. Wie cool. Guck mal, hier sind wir bei den Weasleys zu Hause. Vor allem, wie alles so vor sich hin sich bewegt. Ich mach das mal wieder an. So. So, jetzt wäscht sie wieder los, hier da hinten. Wie cool. Hier ist der Forbidden Forest. Und die 2 vor mir sprechen Russisch. Ich finde es immer... Ah, Hagrid! Mausilein, ich würde dir so gerne die Hand geben. So cool. Schon so ein bisschen gruselig hier drin, ne? Bin ich ehrlich. Was macht das Kind da? Müssen wir den Nebel rausholen? Leute, ich bin im Forbidden Forest. Es gewittert. Hilfe. Nein, mein Akku ist leer. Ich werde mit meinem Handy weiterfilmen. Ach, wie traurig. Ich bin so dumm, ich habe mein Handy. Ich habe vergessen, den Akku zu laden. Ich sag euch noch schnell die Spinne. Da ist er. Oh, okay, okay, okay. Und so sehen die Bäume von hinten aus. It's all fake. Alles hohl. Ich habe aus Versehen irgendwie einen Part ausgelassen. Ich muss nochmal zurück durch den Wald. Was ist das denn für ein schlechter Special Effekt? Soll so den Patronus darstellen, aber... Sorry, Leute, das hättet ihr auch besser machen können. Like. Aber gutes Selfie vielleicht. Das war ja cool. Wie süß, hier sind so Christbaumkugeln. Von diesen Schokofröschen, von den Bohnen und auch Butterbeer. Und hier sind noch ganz viele weitere. Ich weiß nicht, warum das hier alles so Christmas-inspired ist, aber das sind alles Christbaumkugeln. Wie süß. Und hier ist Harrys Pullover, den er von den Weasleys zu Weihnachten bekommen hat. Ich will, dass jemand ein Foto von mir macht, aber ich traue mich gerade nicht zu fragen. Vielleicht mache ich es gleich. Ich stehe hier schon die ganze Zeit so rum. So.
kann halt auch da rein. Ich sehe schon, da ist eine riesen Schlange, aber man kann auch in den Zug rein. Und hier machen alle Bilder, es ist so lustig. Ich habe mich getraut. Und jetzt geht's gleich ab auf den Zug. Oh Gott, ist so voll da drin. Leute, das ist der Hogwarts Express. Also die haben es da drinnen wohl ein bisschen angepasst, damit es einfach so ein bisschen spannender zum Anschauen ist, aber that is the one. Es stinkt hier voll dran. Es muft schon ordentlich. Oh, da sind die Süßigkeiten. Boah, das stinkt da so dran. Da ist der Tarnumhang. Wir basteln jetzt. Wir hatten einen Mini-Origami-Workshop, Bastelstunde, und haben hier den Heuler. Ich glaube, so heißt es, oder? Hieß das so, der Heuler, den Ronald von seiner Mom bekommen hat? Ist mir fast runtergefallen hier. Aber... hier ist jetzt das Café. Und ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal was zu snacken holen. Und es gibt Butterbier. Ich habe keine Ahnung, ob Butterbier vegan ist, aber Leute, ich werde Butterbier probieren. I'm sorry, Vegan Police. Es gibt vegane Bratwurst? Wow, that's wild. Oh mein Gott, hier ist alles schön Licht. Da, es gibt vegane Bratwurst. Ich bin gespannt, was es noch so Schönes gibt. Da ist auf jeden Fall das Butterbier und hier ist das Café. Liebe Leute, da ist es, das gute Butterbeer. Und das ist die vegane Bratwurst. Ich habe noch Ketchup bekommen und Fries. Leute, das zusammen hat einfach 17 Pfund gekostet. Warum müssen die in so Freizeitparks und sowas immer übertreiben? Ich verstehe es nicht. Aber wir probieren jetzt. Ich muss auf jeden Fall das Butterbeer mit euch zusammen probieren, weil sonst hat es sich ja gar nicht gelohnt. Ich weiß auch gar nicht, woraus das besteht, wonach es schmecken soll. Erstmal diese Bubbles. Oh Gott, ich muss, glaube ich, erstmal ein Bild davon machen, bevor ich es zerstöre. Probieren wir es jetzt mal. Karamellig. Ich glaube, das ist halt einfach so Sahne, eismäßig obendrauf. Ich weiß nicht so recht, wie ich es finde. Müssen wir nochmal probieren. Ich esse jetzt erstmal. Ich dachte mir gerade schon so, wie machen das alle? Aber hier gibt es extra so eine Stelle, wo man das auswaschen kann. Da sind wir bei dem Zuhause angekommen. Beziehungsweise eigentlich ist es ja nicht wirklich Harrys Zuhause. Sind wir mal ehrlich, ne? Sind wir mal ehrlich. Es ist eigentlich eher ein Gefängnis für ihn. Jetzt muss ich wieder so peinlich irgendwen fragen, ob der ein Bild von mir machen kann. Oh, und da ist dieser Bus. Ich vergesse mal die ganzen Begriffe von denen, weil irgendwie hier stehen natürlich die originalen englischen Begriffe, aber ich habe halt immer alles auf Deutsch geguckt und gelesen und deswegen bin ich immer so, wie hieß das nochmal? Aber ja, das ist der Trippeldecker Nachtbus. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was das hier ist, wo ich hier gerade rüberlaufe. Aber ja, das ist die Aussicht hier. Cool. Schaut mal, hier ist mein Liebling Dobby. Ich glaube, wenn man sich hier so hinstellt, guck mal, hier bin ich. Lustig. Und wenn man sich da vorstellt, bewegt man sich halt wie Dobby. Oh, das bin ich. Schon wieder. Hallo. Hallo, ich bin Dobby. So lustig. Jetzt bin ich Dobby. Es ist halt die ganze Zeit der Arm oben wegen meinem Handy. Sein Bein bewegt sich nur nach vorne. Nicht nach links, rechts. Naja. Dieser Part interessiert mich ehrlich gesagt nicht so ganz. Der ganze andere Raum war jetzt auch schon so voll mit solchen Sachen. Honestly. Es ist schon irgendwie interessant, aber irgendwie interessiert es mich auch nicht. Also, wie das alles gemacht wurde. Ich bin irgendwie so voll gegessen. Ich kann gerade gar nicht richtig schauen. Ich bin so.
sitzen übrigens so viele Deutsche hier, so viele Franzosen. Ich höre die ganze Zeit Französisch und Deutsch. Ich habe auch eben Deutsche angesprochen. Ich so sorry. Leute, wir gehen gerade in die Bank rein. Oh mein Gott. Ich kann gar nicht, Leute. What? Wir sind hier in der Bank. Wie cool. Es sieht so cool aus, ich kann gar nicht. Hier haben wir die zerstörte Bank. Wir sind in der Winkelgasse gelandet. Cool. Wie cool. Wie cool. Leute, erstmal shoppen gehen. Hier ist der Laden von den Weasleys, der Süßigkeitenladen. That's it. Winkelgasse over. Das war doch ein cooles Erlebnis. Deswegen war die Bank kaputt. Wegen dem Drachen. Ach so. Wow. Einfach wow. Voll komisch mit dem Licht hier. Boom. 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 Das ist, wenn man von Weitwinkel auf normal wechselt. Aber ja, das ist die Brücke, wo ich gerade drüber gelaufen bin. Lustig. So, jetzt erstmal einen Zauberstab holen, oder? Wow. Also, das Einzige, was ich mir wirklich gern holen würde, wäre ein Notizblock. Aber die haben hier alle so Blank-Seiten. Also, so, die sind so. Ich möchte gerne Linien oder wenigstens kariert haben. Weil ich will das nicht zum Malen, sondern zum Reinschreiben. Oh mein Gott. Baby. Ich möchte ein Katzenkuscheltier. Oh Mann, oh, das hier finde ich süß. Das ist Luna Lovegoods Lipgloss. Das will ich haben. Was kostet denn der Spaß? Steht hier leider auch nicht dran. Damit man eine schöne Überraschung an der Kasse hat. Doch, es steht hier. Das müsste hier draußen dran stehen. 7,95. Nee, Leute. Nein. Oh, aber der Spiegel ist cool. Ich hätte so gern das hier. Ich finde das so schön. Aber das ist auch blank. Ich mag das nicht blank. Vor allem kostet das 20 Pfund, als ob ich mir das für 20 Pfund hole. Das wäre schon cool, dieses Schachset zu haben. Nein, Laura, nicht für 300 Pfund. Aber so generell. Hier gibt es schon wieder Süßigkeiten. Oh, so eine Lollipop. Ihr wisst gar nicht, wie stark ich gerade bleibe. Ja. Ich halte richtig durch. Ich sag zu allem nein. Ich sag nein, Laura, du brauchst es nicht. Boah, aber so ein Teil wäre geil. Ich bin am Ende angekommen. Da sind wir wieder. In der Anfangshalle. Boah, Leute, ich bin halt so voll gegessen, aber ich werde jetzt trotzdem nochmal in diese Food Hall reingehen. Einfach nur, um zu schauen, was es gibt und einfach mal. Wirklich einfach nur um zu gucken, aber wow, das war eine Experience, Leute. Wenn ihr mal in London seid, nehmt euch auf jeden Fall, also wenn ihr Harry Potter Fan seid, nehmt euch auf jeden Fall mal einen Tag Zeit und kommt hierher. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, ganz und gar nicht. Hier einfach der Eiscreme. Man sieht das gar nicht so richtig. Aber einfach dieser Eiscreme-Stand inspiriert von den Schokofröschen. Das ist halt so eine große Schokofroschbox. Sieht alles auf jeden Fall nicht sehr vegan aus, aber einfach nur, um euch das zu zeigen. Wie lecker sieht das aus. Die hier, guck mal, mit so kleinen goldenen Schokofroschis drauf. Da ist so ein Zauberhut drauf.
Wow, cool. Diese Milchshakes sehen auch wild aus, aber auch das Eis, krass. Ist schon krass. Aber auch einfach, wie schön das hier so allein aussieht. Wie viel Mühe die sich hier gemacht haben, einfach mit dieser Deko allein. Krass. Und hier kann man, ah stimmt, hier gibt es Afternoon Tea, das habe ich gesehen, für 60 Pfund pro Person. Da war ich auch so, okay, ich werde ganz bestimmt nicht mich hier alleine hinsetzen für 60 Pfund. Das war's, Leute. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Bus und dann geht's zurück. Das war so cool. Das war wirklich so cool. Das macht diese Figuren vom Schach. Das ist einfach der Mond, Leute. Und dann diese Musik im Hintergrund. Wow. Vibes einfach. Oh my god, what happened here? Da sind wir wieder. Okay, ich muss auf jeden Fall meinen Topierkram einpacken. Wo ist er denn? Also, liebe Freunde, heute ist mein letzter Tag in London. Also morgen früh fliege ich und ich muss hier morgen so um 7, glaube ich, los. Deswegen, heute ist mein letzter Tag. Ich gehe jetzt erstmal ins Base. Ich gehe jetzt noch zu einer Class. Und danach werde ich einfach nur noch, ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Vielleicht fahre ich nach Camden und spaziere da lang, aber da ist wahrscheinlich so viel los. Ich hätte Lust, zum Primrose Hill zu gehen. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt die Class nehmen. Und dann muss ich später hier auch noch relativ früh, sage ich mal, zurück, weil ich muss noch das Zimmer putzen. Und ich will das halt nicht morgen früh so stressig, bevor ich losfahre, machen. Deswegen mache ich das heute Abend. Dann bin ich damit fertig. Und ich will das machen, bevor die schlafen gehen. Das ist mein Plan für heute. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Es ist so schönes Wetter und ich laufe gerade zur Class. Und ich weiß nicht, ich glaube, irgendein Celebrity war gerade hinter mir. Oder die haben nur so getan, es war eine Verarsche oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in der Bahn ist halt so ein Typ gefahren. Und der hatte irgendwie so zwei Leute auf jeden Fall dabei, wo auch auf dem Shirt Security stand. Ich glaube, ihr hört mich gerade gar nicht wegen dem Wind, ich hoffe schon. Und der Rest war halt so, es war einfach so eine größere Gruppe. Und ich habe mich halt so umgedreht, aber ich wollte es jetzt auch nicht zu auffällig machen. Also mich hat es halt schon interessiert, wer das ist. Aber kam mir halt irgendwie nicht bekannt vor oder so. Die waren die ganze Zeit so, ah, ah, ah. Aber vielleicht war auch einfach deren Leben lustig, ich weiß nicht. Naja, ich laufe gerade, wie gesagt, zur Class. Ich bin irgendwie voll früh dran. Ich bin so müde irgendwie. Also ich mache heute auf jeden Fall nur eine Class. Ich dachte, ich mache vielleicht spontan noch mehrere. Ich habe jetzt auch meine Heels nicht mitgenommen, weil zwei Heels-Classes hätten mich vielleicht noch interessiert. Aber ich war so, egal. Leute, irgendwann reicht's auch. Deswegen werde ich einfach später... Ich habe so ein bisschen Halskratzen und das ist nicht gut. Deswegen will ich jetzt auch mit dem Training nicht übertreiben, sondern dann lieber hier einfach so noch meinen letzten Tag genießen. Und das Wetter ist ja eh geil. Deswegen, ich muss zwischendurch immer die Kamera heben, weil sonst irgendwie das Licht weg ist von meinem Gesicht. Naja. Da hinten ist auch das London Eye. Da. Und gegenüber auf der Seite sieht man jetzt nicht das Big Ben und so weiter. Aber ja. Ich weiß nicht warum, aber manchmal, wenn ich meine Kamera öffne, macht die automatisch diesen riesen Zoom rein. Achso, ich glaube, warte, ist das, wenn ich die mit dem Zoom geschlossen habe vielleicht? Weil ich habe als letztes Folge reingezoomt. I'm not sure. Auf jeden Fall laufe ich jetzt zurück zur Bahn. Ich zeige euch gleich mal so ein bisschen hier die Gegend. Auf jeden Fall war ich gerade bei der letzten Class für meinen Trip. Ah, ich bin so traurig, aber es war eine richtig geile Class. Es hat so viel Spaß gemacht. Einfach, Jaren Johnson, wenn ihr mal in Berlin, wollte ich gerade sagen. Wenn ihr mal in London seid, müsst ihr in seine Class gehen. Hier, schaut mal. Hier kommt man raus und da ist direkt der süße Big Ben. Unscharf, wie eh und je. Da ist er. Wie schön, in seiner vollen Pracht. Und da ist das London Eye hinter den Bäumen. Das sieht man jetzt gerade nicht so ganz. Aber ja, jetzt laufe ich zurück zur Bahn. Es ist halt irgendwie voll das geile Wetter, weil es ist sonnig, aber so ein bisschen windig. Das ist scheiße für die Kamera, aber gut für mich. Ja,
Jedes Mal nach dem Training diese Treppe hochlaufen zu müssen, ist halt auch frech. Aber ehrlich gesagt, es gibt nichts rumzuheulen. So, ich nehme sogar gleich 2 Stufen auf einmal. Niemand kann mehr was. Haha. Auf dem Camden Market ist natürlich so viel los, hätte ich mir auch irgendwie denken können, aber Mano, die sollen hier alle weggehen, die nerven mich. Hier gibt es einfach so viel zu essen, das ist unglaublich auf diesem Camden Market insgesamt. Es endet hier gar nicht. Ich habe mir erstmal einen frisch gepressten O-Saft geholt. Wenn ihr am Camden Market seid, holt euch immer erstmal so einen Saft. Der ist so lecker. Alter, hier ist ja voll viel los. Hier sind überall Stände und hier unten geht's weiter. Da ist überall irgendwas zu kaufen. Ist echt wild, wie es nicht endet. Ich kann mich halt nicht entscheiden, ne? Also die Auswahl ist so krass, dass ich mich nicht entscheiden kann, was ich essen möchte. Es ist halt überall hier so viel los und überall läuft Musik, das ist mir alles viel zu laut. Auf jeden Fall war ich vor ein paar Tagen schon bei dem Laden und habe Pad Thai gegessen, was ich sehr lecker fand. Deswegen habe ich jetzt nochmal das Katsu Curry genommen, um das zu probieren, aber keine Ahnung, wo ich es essen soll. Weil hier ist irgendwie überall was los. Vielleicht setze ich mich auch irgendwo so random an die Seite. Ich habe mich einfach auf so eine random Treppe gesetzt und dann kam direkt ein Security und hat mich weggeschickt, aber der war voll nett, weil hier ist so ein Café und da sind ganz viele freie Tische und er meinte, setz dich da einfach hin, das interessiert keinen. Ist okay, danke King. Oh mein Gott, das sehe ich zum ersten Mal. Hä, ist es neu? Seht ihr über dem American Candy Shop? Da ist so ein kleines London-Eye und Harry ist da. Ich glaube, das ist neuer, weil ich habe das noch nie gesehen. Naja, auf jeden Fall ist hier so das Wasser. Ich finde das hier so süß. Hier geht es wieder weiter mit Essen. Leute, auf dem Camden Market hört das halt ehrlich nicht auf. Hier habe ich so einen Stand gefunden, der ist einfach komplett Matcha. Guck mal, es gibt hier auch einfach so Eis, aber das ist leider nicht vegan. Ich habe mir jetzt einen Matcha-Latte wieder mit Tapioca geholt. Was auch sonst. Ich habe euch schon gesagt, was ich mir hole. Und oh mein Gott, Leute. Save der beste Matcha Latte mit Tapioca, den ich jemals hatte. Wow. Endlich mal ist er auch richtig grün, weil ganz oft, ich weiß nicht, ob die sich nicht trauen, so viel Matcha reinzutun, aber ganz oft ist es nur so ein leichter Geschmack von Matcha. Und ich bin so, wenn ich einen Matcha Latte bestelle, möchte ich einen Matcha Latte. Oha, Leute, da ist irgend so ein Vegan Planet. Authentic Chinese Cuisine. Das hätte ich so gerne probiert, aber jetzt bin ich wirklich voll. Ich hatte gerade die Wahl. Steige ich in die Bahn nach Hause oder laufe ich noch zum Primrose Hill? Und jetzt laufe ich zum Primrose Hill. Leute, Alter, name a more iconic duo. Einfach Temple of Satan und Purezza. Purezza, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Beziehungsweise Trio, da ist noch Whole Foods nebenan. Aber hier, that's the one, Temple of Satan. Wenn ihr mal in London seid als Veganer, müsst ihr da hingehen und das Chicken probieren, das ist so lecker. Und bei dieser Pizzeria war ich übrigens nie, die wird mir immer empfohlen, aber jetzt habe ich schon wieder einen vollen Magen. Leute, wie schön, diese ganzen Bäumchen hier. Das sieht so schön aus.
Ja, ich versuche einfach jede letzte Sekunde zu genießen. Und nicht daran zu denken, dass ich morgen früh wieder wegfliegen muss. Nö, das stimmt gar nicht. Ich bin hier für immer. Eben auf dem Camp Market konnte ich mich die ganze Zeit nicht entscheiden, was ich essen soll. Ich habe so lange überlegt, weil ich hatte ja erst einmal dieses Katsu Curry. Das war übrigens sehr lecker. Das Schnitzel hat sehr gut geschmeckt. Das war so ein bisschen so ein Gemüseschnitzel. Da waren auch so Maiskörner drin. Das hat aber wirklich unglaublich geschmeckt mit deren Dips und so. Und da waren dann noch so zwei Dumplings drauf. Och, war das lecker. Kann ich sehr empfehlen. Aber danach war ich so, also es war schon sehr lecker, aber ich möchte irgendwie noch was. Habe ich die ganze Zeit überlegt. Habe ich so gesehen, es gab so eine vegane Bubble Waffle irgendwo. Aber dann war ich so, ich habe gar keinen Bock da drauf. Ich möchte nur eine Bubble Waffle, weil das so was Krasses ist und weil es irgendwie krass aussieht oder so. Ich will das gar nicht. Und dann habe ich mir meinen Matcha Latte geholt und das war spot on. Immer genau das, was ich brauche. Ich denke mir halt, es gibt so viele Momente in meinem Leben, wo ich mir denke, jetzt brauche ich einfach nur ein Matcha Latte mit Tapioca-Perlen und Sojamilch. Weniger süß, kein Eis. Heute habe ich sogar mit Eis genommen und normal gesüßt. Ich bin da manchmal ein bisschen crazy drauf. Manchmal mache ich so, manchmal so. Aber ja, jetzt laufe ich gerade zum Primrose Hill. Ich liebe diese Straße. Es sieht hier so schön aus. Auch diese Gebäude. Zeige ich euch gleich. Ich wollte euch das nächste Haus zeigen. Es ist so einfach under construction. Toll. Aber hier sind halt so die ganze Zeit diese weißen Bäume auf der Straße. Wie schön, wie schön. Ich glaube, hier ist es reich. Es gibt mir so Reich-Vibes. So, diese Type von Häuser sind hier auf der ganzen Straße. Also ich meine, in London ist alles irgendwie reich, aber das ist so mit so einem fetten Gate bei dir vorne dran, ist schon so ein bisschen extra, extra reich. Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube schon. Ich kenne diese Straße. Ich bin hier schon sehr oft lang gelaufen. Aber irgendwie weiß ich gerade nicht, weil da sind irgendwie auch so viele Leute. Ach so, das ist der Londoner Zoo. Ich laufe ja am Zoo vorbei. Ich war schon voll lang nicht mehr im Zoo, weil irgendwie denke ich mir immer so die armen Tiere. Wie süß. Hier ist einfach so ein chinesisches Restaurant. Sieht irgendwie voll cute aus. Gesundheit. Mein Gott, wie süß. Ich kann gar nicht. Da ist einmal so ein Boot. Da spielt auch jemand Gitarre drauf. Die sind so richtig am Chillen da. Und hier ist so neben der Kirche so richtig Blümchen. Und da chillen auch alle Leute. Wie süß und friedlich ist das. Schaut mal, wie schön. Ich bin so froh, dass es jetzt warm ist und die Sonne scheint, weil ich wollte hier schon die ganze Zeit hin. Aber im September und November, als ich hier war, war es ja noch voll kalt. Beziehungsweise da wurde es erst richtig kalt. Dann kann man hier jetzt nicht so gut im Park chillen. Ich liebe einfach im Park zu chillen. Park chillen ist so, egal wo man ist, in Berlin, in London, ist einfach mein Leben. Es ist immer so, ey, wir sind in der Stadt, aber irgendwie sind wir gerade kurz auf dem Dorf so. Ganz kurz einen kleinen Abstecher gemacht und hier sind immer so viele Hunde. Wow, ich habe schon jetzt so viele Hunde gesehen, ich kann schon gar nicht mehr zählen. Das ist ein süßer Baby-Dackel. Nee, doch nicht. Ist kein Dackel. Mann, er hat gepinkelt und hat die den einfach mitgerissen. Es war ein Baby-Labrador. Boah, Leute, jetzt wird mir gerade richtig warm. Und irgendein Kind schreit hier rum. Schaut mal, wie cool. Hier sind alle Leute am Chillen. So richtig Mauerpark-Vibes. Aber in London. Und in schöner, aber... Hier hat jemand eine Seifenblasenmaschine aufgestellt. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber die fliegen hier mit schneller Geschwindigkeit lang. Da seht ihr die schöne Aussicht. Da ist das London Eye. Ich mache irgendwie die ganze Zeit aus Versehen Bilder. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber plötzlich habe ich immer Fotos gemacht. So schön hier oben. Mit den ganzen Leuten. Das sind alles meine Freunde. Ich bin mit meinen Freunden hier. Wir feiern meinen Geburtstag vor. Wir feiern den vor. Doch, alles funktioniert. Meine Richtung gerade.
Wisst ihr aber, was ich besonders doll an dieser Skyline liebe? Diese ganzen Kräne. Guck mal, allein da sind irgendwie schon so 100 Stück gefühlt. Und es hier sieht es auch schön aus, aber das gibt mir auch very rich. Rich, bougie, unnötig teuer Vibes. Das war's, Leute. Jetzt gehe ich wirklich zur Bahn und nach Hause. Aber es ist so schön hier. Es ist so schön und reich. Endlich sind alle Leute ausgestiegen. Es saßen gerade so viele nervige Leute neben mir. Ich kann nicht mehr. Die neben mir, die hier saß, hat... Ich weiß nicht, manchmal wird man halt schlecht in der Bahn. Und wenn dann noch jemand redet und so dauerhaft in mein Ohr reinschreit... Not working for me. So, hier bin ich wieder back bei meiner Gastfamilie. So sieht's halt aus. Und jetzt muss ich erstmal saugen. Also ich habe gerade schon alle sauber gemacht. Hab schon gepackt eigentlich so ziemlich. Mein Koffer ist eigentlich relativ ready. Jetzt wird erstmal hier gesaugt. Ich verstehe diesen Staubsauger nie. Freunde, ich bin zurück in Berlin. Ich muss jetzt kurz noch mit meinem Handy vloggen, weil meine Speicherkarte ist voll und ich schaffe es jetzt gerade nicht, die noch zu entleeren und so weiter. iPhone-Backup fehlgeschlagen. Du hast nicht genug Speicherplatz, ich weiß. Ich habe nirgends genug Speicherplatz. Naja, auf jeden Fall bin ich gerade so dabei, meinen Koffer auszupacken und so. Und jetzt hat mir Ilona geschrieben und jetzt gehen wir noch zusammen was essen, weil ich habe sowieso nichts zu essen im Haus. Das trifft sich sehr gut. Ich war so, bestelle ich jetzt Essen? Und jetzt gehen wir was essen. Ich freue mich. Wir sind ganz die Wilden, sind heute in ein neues Restaurant gegangen, wo wir noch nie vorher waren. Njom. Njom. Und Ilona hat ein Aperol Spritzchen. Süße. Und ich habe so ein Passionate Love. Ich habe schon probiert, es schmeckt voll lecker. Oh Gott, ich war gerade nicht bereit für meinen Auftritt, aber... Das sind sogar so, wie nennt man das, diese Passionfruit-Teile? Ja, da ist richtig Passionfruit drin. So, ich habe das Gericht Fresh and Healthy. Ich habe vergessen, was da alles drin ist, aber Gemüse und so. Irgendwie hatte ich voll Bock drauf. Dann teilen wir uns noch Frühlingsrollen und den Donut Vegan Pot. Mm. Oh, wie süß! Kimchi sogar, lecker! Lecker! Okay. Gomo, bei mir gibt es jetzt so eine Frühstücksbowl. Das ist mit Apfel und Banane, Haferflocken, verschiedenen Kernen, so Chiasamen, Hanfsamen, Sonnenblumenkerne. Ich habe jetzt fast alles aufgezählt. Walnüsse und Kürbiskerne. Und dann habe ich noch so einen Kokosjoghurt drin und noch so einen anderen Joghurt und Zimt. Und das war es tatsächlich. Das ist alles. Ich war jetzt vor 2 Wochen in London. Da habe ich irgendwie so eine Bowl jeden Frühstück gegessen. Also jeden Morgen zum Frühstück gegessen. Und jetzt musste ich das halt hier weitermachen. Eigentlich gehört da noch so was Knuspriges rein, so Granola oder so. Aber ja, ich werde das gleich noch ordentlich hier verrühren. Ich war jetzt 3 Wochen nicht mehr in der Schule, weil wir Ferien hatten und ich dann eine Woche krank war. Deswegen, es wird spannend heute, wie das alles funktioniert. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt hier diesen Riegel, den packe ich mir noch ein von Pamela Reif. Ich mag den voll gerne. Und dann noch so einen. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Und hier habe ich 2 Brote drin und Paprika. Hoffen wir, dass das für den Tag reicht. Ich habe heute bemerkt, dass wir 1 Stunde länger heute haben. Und ich habe leider auch gerade nicht mehr, was ich mir einpacken kann. Wir werden sehen. Vielleicht bin ich einfach super hungrig nach der Schule, aber das ist okay. Also, ich habe noch ein bisschen was gesnackt. Und zwar hatte ich hier so Delfine. Kennt ihr die? Es gibt ja diese Kängurus von Funny Frisch. Und das ist von Lidl. Snack Daily Splashies. So vom Prinzip das gleiche. Davon habe ich ein paar gegessen, weil ich putze gerade die Wohnung und irgendwie habe ich plötzlich Hunger bekommen. Da war ich so, ja, super Snack. Und jetzt esse ich noch ein paar Weinblätter. Gefüllte Weinblätter, das sind die von Lidl, aber irgendwie finde ich die nicht so gut. Die Füllung ist irgendwie zu hart, wisst ihr? Ich mag das, wenn die softer sind. Zu hart und zu trocken irgendwie innen. Aber trotzdem lecker. Ich kann nicht mit diesen Tassen. Hallo, meine ist auch. Hey, bei mir ist gar kein Schnurrbart. Doch, ist es bei dir. Ist meine auch? Ja. Beste. Hihi. Süß, Kaffee und Kuchen. Hallo, Fans.
Hallo, wir sind gerade bei Habibi Falafel. Kannst du gerne einmal schauen? Juhu, das ist direkt am Südstern und ich liebe diese Falafel. Top, habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ich freue mich da gerade so drauf. Schmackofatz. Ich habe mir gerade Abendessen gemacht. Da ist erstmal unten drunter ist komplett Salat. Und dann habe ich so Kartoffeln angebraten mit Tofu, Brokkoli und Champignons. Einfach in Öl und dann ein paar Gewürze rein. Das habe ich so eine Weile angebraten. Und dann habe ich so Mayo drüber gemacht und dann irgendwie noch so Balsamico-Dressing. Dann hatte ich noch so ein offenes Pesto. Das habe ich noch zu so einem Dressing verarbeitet mit Öl und was habe ich da noch reingemacht? Apfelessig und so. Also ich habe irgendwie alles irgendwie so ein bisschen zusammengemischt obendrauf. Und dann habe ich noch Sonnenblumenkerne drauf gemacht und Satar-Gewürz. Genau, that's it. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es schmecken wird, weil das war jetzt wirklich so alles irgendwie zusammengewürfelt. Aber manchmal habe ich Glück und es schmeckt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass die Kartoffeln nicht durch werden. Ich glaube, die sind durch. Schmeckt lecker. Stimmt, Sriracha ist auch noch irgendwo drin. Irgendwie hat mein Habibi Falafel heute nicht so gut geschmeckt. Ich habe manchmal Glück, manchmal nicht. Also an manchen Tagen schmeckt es richtig lecker. An manchen Tagen ist es so... Und heute war so... Tag 2 und ich habe schon vergessen, mein Essen zu füllen. Ist wieder so ein bisschen so wie gestern, nur dass ich statt Apfel gefrorene Erdbeeren, die ich aufgetaut habe, reingemacht habe. Lecker, die letzten 2 Löffel. Freunde, ich muss euch enttäuschen. Wir haben gerade mal Tag 2 in diesem Food Diary und ich habe schon wieder was vergessen zu filmen. Heute Morgen fing es an mit meiner fast aufgegessenen Bowl. Dann hatte ich noch einen Snack in der Schule und noch ein Brötchen in der Schule, weil ich hatte nichts mehr zu essen zu Hause und dann musste ich mir morgens noch schnell ein Brötchen kaufen, damit ich das essen konnte. Weil in der Schule habe ich immer Hunger. Habe ich mir auf dem Heimweg einen Sesamring geholt, weil ich schon wieder so Hunger hatte. Und dann war ich im Asia-Shop. Und da habe ich mir so Snacks geholt. Ist auch aus so Soja. Das sind so Stücke. Ist eigentlich wie so Tofu bisschen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, woraus es genau besteht, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube schon, dass es aus Soja ist. Auf jeden Fall ist es so richtig spicy gewürzt. Voll lecker. Und ich habe aus Versehen, ich wollte die Packung nur so ganz bisschen aufmachen. Dann habe ich sie komplett aufgerissen. Und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt damit? Weil da ist so Chiliöl drin. Ich konnte es nicht in meine Tasche packen. Dann habe ich einfach die ganze Packung aufgegessen. Es ist halt warm gerade draußen, deswegen kamen mir voll viele Leute mit Eis entgegen. Und dann hatte ich voll Lust auf Eis. Jetzt habe ich mir von Oatly das Hazelnut Swirl habe ich mir gekauft. Und das schmeckt sehr lecker. Und der Swirl da drin ist aber, glaube ich, so Karamell. Seht ihr das? Da ist in der Mitte so ein bisschen was. Das ist aber nicht aus Haselnuss. Ich glaube, das ist wirklich Caramel, Salted Caramel. Oh nein, seht ihr den Karamellkern? Leute, was auch ein richtig geiler Snack ist, habe ich mir auch gekauft. Das habe ich jetzt für mich entdeckt. Salzbrezeln und Schokolade. Das zusammen snacken. Ich zeige euch das. Ey, ich weiß nicht, wenn ich Schule habe, bin ich immer so hungrig irgendwie. Ich muss mir echt mal überlegen, was ich da machen kann, weil dann habe ich halt immer Lust auf so Snacks, anstatt dass ich mal was Ordentliches esse. So, dann beiße ich einmal von der Schokolade ab. Und dann kommt die Brezel in meinen Mund. Dieses Geschmackserlebnis. Weil es gibt ja einfach nicht so Schokobrezeln. Also vegane sowieso nicht, aber ich glaube, selbst die unveganen findet man selten. Wenn jetzt jemand schreibt, doch, gibt's. I don't care, die veganen gibt's trotzdem nicht. Ich mache mir gerade rotes Curry. Ich liebe das. Hier kocht einmal mein Reis. Sorry, Leute, ist mal wieder beschlagen. Hier kocht mein Reis. Und da habe ich Brokkoli, Tofu. Das ist so gebackener Tofu aus dem Asialaden. Der ist schon so vorfrittiert, I guess. Sorry, Leute, das beschlägt, aber es ist gerade frisch am Kochen. Paprika, Champignons. Und rote Currypaste. Ich zeige euch die kurz. Die da hinten. Das ist so die Basic S rote Currypaste, die ich immer zu Hause habe. Das ist mein Kühlschrankinhalt. Cool, ne?
So. Das breite ich auf jeden Fall ein bisschen vor sich hin, aber ich glaube, ich kann es schon gleich ausmachen hier. Dann schnappe ich mir eine Kokosmilch und mache die drauf. Und dann würze ich eigentlich nur minimal nach, weil die rote Currypaste gibt eigentlich genug Geschmack, Würze. Also dann kommt das rein und dann mache ich oben drauf Koriander und Limette. Und ich schaue ein Video von Noelle. Der ist so lustig. So lustig. Und hier ist das prachtvolle Exemplar. Ich wollte irgendein anderes Wort sagen, mir ist nicht eingefallen. Ich habe schon wieder vergessen, mein Frühstück zu filmen. Ich weiß nicht warum. Wenn ich aufwache, vergesse ich halt, dass ich ein Food Diary filme. Aber ich zeige euch, was ich einpacke mit zur Schule. Und zwar habe ich mir gestern ein Brötchen gekauft. Das habe ich geschmiert. Da ist veganer Frischkäse und eine Scheibe würziger Käse von Lidl drauf. Kennt ihr den? Ich finde, das ist der beste vegane Käse auf dem Brot. So, dann habe ich noch so ein Natural Snack Almond Butter von Hay. Dann, was habe ich noch Spannendes in dieser Tüte? Da habe ich mir noch so ein Vitaminwasser geholt. Da habe ich ja gestern schon eins von getrunken. Und dann, weil ich nach der Schule gleich weiter muss, habe ich mir jetzt noch Curry eingepackt, was ich gestern gekocht habe. Portion Nummer 2 davon. Und dann schauen wir mal, was es sonst noch so Spannendes zu essen gibt heute. Juhu, ich habe mein Essen aufgewärmt. Ich habe mein Essen irgendwie 100 Jahre aufgewärmt und jetzt habe ich Angst, dass es viel zu heiß ist. Ich mag das halt nicht so lauwarm. Wir haben es jetzt gerade fast 0 Uhr. In 2 Tagen heiratet meine ältere Schwester. Also sie hat schon geheiratet, standesamtlich. Aber in 2 Tagen ist die große Feier. Und jetzt habe ich meine Sachen gepackt. Morgen geht's ab zu meinen Eltern. Und geht's auch schon auf die Hochzeit. Also es wird fix. So, und wir sind schon auf der Hochzeit. Jedenfalls habe ich eigentlich ein Food Diary gefilmt. Aber dann habe ich aufgehört, es zu filmen, weil ich irgendwie so mehrmals schon vergessen habe, meine Sachen zu filmen, die ich esse. Und dann habe ich nochmal ganz oft Sachen vergessen. Und dann war ich so, you know what, ist egal. Und jetzt muss ich schlafen. Also irgendwie muss ich gar nicht so viele Sachen einpacken. Jetzt habe ich das gerade alles so eingepackt. Also ich habe mein Kleid, ich habe alle meine Kultur, Schminkzeug und sowas. Ich habe mein Outfit, was ich morgen anziehe. Ich habe noch eine Wechselhose. Ein Wechsel-T-Shirt wäre vielleicht noch schlau einzupacken, aber dann... Ah doch, ich habe noch ein anderes Top. Mein Pyjama muss ich morgen früh einpacken. Meine Zahnbürste muss ich noch einpacken. Und dann war es das schon. Okay, ich glaube, dann kann ich schlafen gehen. Gute Nacht. Was soll das? Ich habe nie einen Pickel. Warum vor der Hochzeit? Hallo Freunde, wir sind unterwegs. Und jetzt sind wir gerade bei einer Tankstelle und die Luna muss tanken. Beziehungsweise hat gerade getankt. Und jetzt wollte sie einfach reingehen und sich was zu essen holen und so weiter. Und dann war ich so, aber was ist, wenn jemand in der Zeit tanken möchte? Hier ist halt echt nicht viel los. Aber ich war so, kannst du nicht einfach an der Tanksäule die ganze Zeit stehen bleiben? Und jetzt ist sie reingegangen und war so, Laura, das ergibt gar keinen Sinn. Aber sie hat irgendwie trotzdem auf mich gehört. Wir sind jetzt schon ein Weilchen unterwegs. Oh, ich glaube, ich muss auf Klo. Hallo, na ihr? Hi Leute. Bei uns gibt es jetzt erstmal eine kleine Essenspause. Erstmal einen schönen Basil. Vor allem, der ist so lecker. Ich dachte erst so, boah, 6 Euro für einen Raststätten-Bagel. Wie teuer. Aber ich habe den voll warm gemacht. Jetzt schmeckt er so lecker. Der ist so richtig weich und Avocado. Okay, hallo, hier sind wir wieder. We're back. Meine Speicherkarte war voll, wie immer. Wir haben uns hier so Eis Kaffee bestellt. Und wir hatten schön so mitlassen, hier so wie Lauter hat. Und meiner ist mir komplett über den Boden ausgekippt, beziehungsweise so vom Tresen runtergefallen. Das war traurig. Und vor allem, wir standen da so, oh nein. Und da waren so keine Tücher. Ich so... Ich habe das so 10-mal gesagt, weil es klebte so an meiner Hose und irgendwie haben die das nicht gechillt. Ja, das war denen egal. Die war so, und vor allem als du dann die Tücher geholt hast, die so, nein, wir machen das gleich mit dem Lappen und du so. Ja, das ist für meine Hose. Nee, aber die waren sehr nett.
Die waren halt richtig so, naja. Ja, also nicht mal nett, aber so neutral einfach. Das hat sie nicht gejuckt irgendwie. Ja, es war so, holst du gleich den Lappen, Carola? Ja, aber hat die Maus mir noch einen kleinen kostenlos gegeben. Voll süß. Also hier Props an den Coffee Fellows. Keine Ahnung, wo wir sind, aber... Ich bin auch gerade dran. Liebe euch. Bagel ist auch köstlich. Knusprig, dachte ich, sagst du. Nee, der ist so soft und so. Mhm, der ist auch so soft. Voll oft sind Bagels einfach nicht soft. Mhm. Das ist falsch. Das ist fast sogar so Lauge irgendwie bei mir. Ist es doch. Ja? Mhm. Ein Laugenbagel. Du hast einen Laugenbagel. Das war auf jeden Fall nur ein ganz quick Stop hier. Ich hänge die Kleider von meiner Mama. Ich habe eben vielleicht ein bisschen an meinem Gesicht rumgedrückt, deswegen ist da auch vielleicht ein roter Fleck. Naja, liebe Freunde, ich bin gerade dabei, ein ASOS-Paket zurückzuschicken. Und das ist nicht das Einzige. Habe ich hier gerade irgendwie meine Adresse gezeigt? Nee, ist nichts drauf. Ich muss nicht nur dieses Päckchen zurückschicken, sondern ich schicke noch ein Päckchen zurück. Mir ist was ganz Dummes passiert. Beziehungsweise eigentlich ist es nicht ganz dumm. Ich erzähle euch mal die Story von mir und meinem ASOS-Paket. Und zwar habe ich dort zweimal bestellt. Ich brauchte ein Kleid für die Hochzeit meiner Schwester. Und ihr denkt euch vielleicht, Laura, hat deine Schwester nicht längst geheiratet? Meine Schwester dachte sich, wofür einmal, wenn man auch zweimal Hochzeit feiern kann. Deswegen gab es einmal die standesamtliche Trauung mit kleinerer Feier. Und dann einmal die kirchliche Trauung mit großem Brautkleid und so weiter und große Party. Auf jeden Fall brauchte ich ein Kleid oder beziehungsweise ein Outfit. Es musste auch nicht unbedingt ein Kleid sein, aber ich hatte bei ASOS bestellt. Es war wirklich alles schlecht in diesem Paket. Also ein Kleid fand ich so ganz okay, aber Rest dachte ich mir so, Leute, das geht gar nicht. Ich hatte dann noch so eine Leder-Cargo-Hose bestellt, die fand ich auch ganz cool, weil ich wollte schon länger eine haben und ich habe Secondhand leider einfach keine gefunden. Und dann habe ich eine gesehen, die ich ganz gut fand. Dann habe ich die bestellt. Und mir ist dann aufgefallen, nachdem ich die Hose ein paar Mal anhatte, dass es jetzt für den Sommer viel zu warm ist in Leder-Cargo-Hosen. Meint ihr, das ist gut verpackt? Ich habe jetzt nur einen Klebestreifen. Egal, ich mache noch einen. Aber sie sieht eigentlich ganz schön aus. Also ich glaube, es könnte auch schöner sein. Aber ich glaube, mit Lederhosen ist das eh so eine schwierige Sache. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann dieses Paket. So, und dann bin ich nach London gefahren und ich war ja 2 Wochen diesmal in London. Das heißt, ich war da ein ganzes Weilchen. Aber ich wusste, okay, ich muss mich jetzt nicht so krass beeilen mit dem Zurückschicken, weil bei ASOS hat man 28 Tage Zeit. 4 Wochen hat man Zeit, um das zurückzuschicken. War ich so kein Ding. Ich muss ja sowieso nochmal bestellen, weil halt mir nichts da drin gefallen hat. Aber ich dachte mir, ich bestelle erst, nachdem ich in London shoppen war, weil ich wollte... Unbedingt zu House of CB. Da habe ich nämlich das Kleid für die standesamtliche Trauung gefunden. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde generell deren Kleider einfach sehr schön. Und da war ich so, egal, dann schaue ich dort. Dort habe ich leider nichts gefunden. Also da waren echt schöne Kleider dabei. Habt ihr auch in einem, ich glaube in dem ersten London-Vlog gesehen. Da waren schöne Kleider, aber es war irgendwie alles einfach nicht so passend. So, und da war ich so, toll, was mache ich jetzt? Dann hat mir meine Schwester ein Kleid geschickt und war so, Laura, das sieht voll schön aus, bestell dir das doch. Dann habe ich das gemacht, habe für alle Fälle nochmal 2 Kleider mit reingepackt, weil ich war so, wenn das eine vielleicht doch nicht passt oder so, weil das gab es nur noch in 38 und kleinere Größen, aber es ist zum Glück ein super stretchiger Stoff gewesen und es hat gepasst und ich liebe das Kleid sehr. Aber das Päckchen ist halt später angekommen, als es sollte. Und es war halt so, ich wollte das erste Päckchen zurückschicken. Und da stand so, dass man auch alles zusammen verschicken kann. Also, dass ich quasi die Retoure alle in einem Paket machen kann. Und da war ich so, das ist ja umso besser, ne? Spart man sich, keine Ahnung, was man sich spart. Aber man spart sich Zeit, keine Ahnung. Genau, egal. Ich dachte, okay, dann mache ich das. So, das zweite Päckchen ist aber viel später angekommen, als es eigentlich sollte. Es sollte irgendwie an einem Montag kommen und ist tatsächlich stattdessen an einem Donnerstag gekommen. Und da war ich so, boah. Ich habe aber vergessen, dass dieses Zurückschicken, dass ich beide Päckchen zusammen zurückschicken kann, in der Zeit abläuft. Wisst ihr, dass diese 28 Tage von dem ersten Päckchen dann rum sind? Das hatte ich nicht vergessen. Ich war einfach nur so, oh, wie blöd, dass das Päckchen nicht ankommt. Dann wollte ich das halt angeben. Also, ne, wollte halt bei meinem ASOS-Account das angeben, so diese Retoure-Anfrage, was auch immer. Und dann stand das da einfach nicht mehr und ich war so, hä? Und dann hat es mich hier...
wie, boah, ich will immer irgendwelche Sprichwörter sagen, die mir nicht eingefallen. Da ist es mir wie die Schuppen von den Augen gefallen. Keine Ahnung, ob das das Sprichwort ist. Da war ich so, ach nee, ich habe das ja vergessen. Und dann dachte ich, das war's jetzt. Ich muss jetzt dieses Päckchen für 330 Euro behalten, obwohl ich nur eine einzige Hose haben wollte. Turns out, meine beste Freundin hat mir gesagt, Laura, ruf da an, sag denen, wie es ist und das wird schon irgendwie möglich sein. Ich dachte, ich muss damit jetzt einfach leben, dass ich so diese Klamotten habe und die irgendwie verkaufen muss oder sonst was damit machen muss, dass ich die tragen muss, zur Schande meines Lebens, wisst ihr? Dass ich damit rumlaufe mit diesen hässlichen Sachen, weil ich sie ja jetzt einfach kaufen musste. Dann habe ich diesen Kundenservice, ich liebe das ja, wie die jetzt immer diese Chats haben, ne? Damit man da nicht anrufen muss und auch nicht eine E-Mail schreiben muss, weil E-Mail schreiben dauert so lang, anrufen ist mir so zu stressig irgendwie. In diesem Chat kannst du so mit denen chatten und kriegst direkt eine Antwort. Dann meinten, habe ich denen halt die Situation geschildert und die meinten, kein Problem, habt ihr einen QR-Code, hier diese Retoure da, habe ich dir bereitgeschickt, hast eine E-Mail bekommen. So einfach geht's, Leute. Ich hab der Person auch im Chat geschrieben. Danach kamen nur noch so automatisierte Nachrichten. Aber ich so, oh mein Gott, du hast meinen Tag gerettet. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Und da kam nur so, in der Sekunde, wo ich es abgeschickt habe, kam, danke und schönen Tag noch. Ich so, wow. Ich habe mit einem Roboter gesprochen. Naja, auf jeden Fall muss ich deswegen dieses Päckchen zurückschicken. Und dann noch das andere. Aber ich bin sehr froh. Aua, ich habe gestern so eine Schulterrolle geübt. Ist das hier, glaube ich, also es sieht nicht blau aus, aber es fühlt sich so an, als wenn das hier ein komplett blauer Fleck ist. Aua. Was lernen wir aus der Geschichte? Immer einfach mal nachfragen. Ich dachte einfach, das war's, aber natürlich... Leute, ich hatte hier so ein Gerstenkorn am Auge und dann wollte ich das genauer angucken, hab das so angepackt und dann ist es geplatzt. Ist das wirklich ein Gerstenkorn oder war das was anderes? Weil ich glaube, normalerweise platzen Gerstenkörner nicht einfach so auf, oder? Ich weiß ja nicht, was das war, aber das war hier so oben am Auge. Ja, ist schon wieder alles unscharf. Naja, ich wollte euch nur die Sache mitgeben, wenn ihr mal irgendwie Probleme mit irgendwie sowas habt, schickt eine Nachricht hin, ruft an, geht in den Kundenchat und sagt denen Bescheid. So, ich nehme euch heute einfach mal wieder mit bei meinem Tag. Heute ist so ein Tag, wo ich ganz viele Sachen aufholen muss, weil ich jetzt am Wochenende halt nicht da war und dann letzte Woche habe ich auch irgendwie die ganze Zeit Sachen ignoriert, die ich eigentlich machen sollte. Deswegen, ich habe hier noch Wäsche hängen, die am Trocknen war jetzt irgendwie ein paar Tage. Und bevor ich jetzt alles abhänge, bevor ich meine Päckchen zur Post bringe, stelle ich meine weiße Wäsche an. Leute, wegen solchen Sachen komme ich nie los, weil ich immer denke... Ah, vielleicht muss ich irgendwas gerade dringender machen, wisst ihr? Und dann fange ich eine Aufgabe an, beende sie nicht und dann mache ich erstmal die andere und beende keine einzige Aufgabe, aber alles wenigstens so ein bisschen einmal angekratzt. Ha, das ist mein Leben. Kleines Update, ich habe mein Bett neu bezogen. Das Kissen zum Beispiel, da habe ich nur einen Bezug für. Und der liegt jetzt halt in der Wäsche, das ist nicht so schlimm. Dann habe ich meine weiße Wäsche aufgehangen und jetzt gehe ich einkaufen. Ich habe vielleicht zwischendurch ganz doll getrödelt. Und ein bisschen so auf Instagram gechillt und so. Aber jetzt gehe ich einkaufen, weil ich brauche unbedingt Essen. Ich muss unbedingt Obst und Gemüse einkaufen, weil ich habe nichts mehr. Also nicht nichts. Ich habe eine halbe Banane, ein paar Weintrauben, so ein Viertelstück Paprika, würde ich sagen. Okay, jetzt ist mir schwindelig. Und wie es sich gehört... Gibt es natürlich ein Haul. Was ist diese Einstellung? Ist rangezoomt, oder? Ich habe erst einmal Nektarinen gekauft. Da ist aber eine gerade ein bisschen zerdetscht in der Tasche scheinbar. Naja, dann eine Paprika. Brauche ich immer. Dann habe ich Spinat gekauft. Eigentlich wollte ich Brokkoli kaufen, weil ich mache mir gleich Ramen. Und ich liebe das mit Brokkoli. Aber gab es irgendwie nicht. Habe ich nicht gefunden. Dann habe ich Bananen gekauft. Fairtrade. Gab es bei Lidl diese Mia Pinsa im Angebot. Die hatte ich mal und ich fand sie sehr lecker. Deswegen habe ich sie mir nochmal gekauft. Dann habe ich Tofu gekauft. Auch für die Ramen. Veganen Käse und veganen Schinkenspicker mit Schnittlauch. Ich wollte eigentlich die Salami von der Marke, aber gab es nicht. Beziehungsweise ich habe es nicht gefunden, ich hatte keinen Bock zu suchen. Zwei Äpfel. Das sind meine Lieblingsäpfel. Diese, da war irgendein Haar dran. Crimson. Und dann habe ich diese Kichererbsen in Tomatensauce gekauft.
Ach so, und ich habe noch Kokosmilch gekauft für die Ramen. Und Edamame. Die kommen nicht in die Ramen rein, aber die werde ich so daneben so essen, glaube ich. Ja, that's it. That's my haul. Und jetzt muss ich das alles wieder einpacken, weil das ja in die Küche muss. Ja, Leute, irgendwie wird es halt nicht scharf. Wobei diese Ramen definitely very scharf sind. Naja, hier sind meine sexy Ramen. Guck mal, wie schön die aussehen. Wer dazu ein Rezept sehen möchte, schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich habe irgendwo das mal gezeigt. Ich weiß nicht mehr in welchem Video, aber wenn ihr eingibt Laura Lareva Ramen, dann kommt es raus tatsächlich. Manchmal ist es so einfach, wenn man nach etwas sucht. Ja, und hier noch die hier, die süßen. Die snacke ich jetzt erstmal. Gummo. Oh, wo ist mein Haargummi? There it is. Weil mit so einem Zopf Pirouetten drehen ist nicht so geil. Man klatscht dir das immer so ins Gesicht, so batz, batz. Hallo, wem schreibst du da? Kuckuck. Wem gibt es da spannende Nachrichten zu verschicken? Tja, das wüsstest du wohl gerne. Was liegt das so hässlich? Ist das dein Blog? Ja, das ist mein Blog. Lilly. Lilly, zeig mal Breakfast. Ich zeig die ganz. Boah, jetzt kommt's. Boah, guck mal, vor allem diese B-Girl-Perspektive. Jetzt will ich nochmal Muskeln mit dir machen. Boah, neben Lilly schäme ich mich ein bisschen. Zeig mal dein Outfit. Guck mal, mein Fit of the Day. Erstmal Daughters. Was trägst du drunter? Auch schon zu Paar. Boah, Schleichwerbung. Dann die Remorphous Joggy und Nike Socken. Boah, Flex. Boah, und da ist deine Casino-Uhr. Wie spät ist es? Und? Zeit zu gehen. Zeit nach Hause zu gehen. Tschüss. Das finden sie lustig, ne? Freunde, wie geht's euch? Ich mache mich gerade fertig, weil ich gehe gleich zu einer Class von Sammy. Und ich freue mich sehr drauf. Ich war heute nicht in der Schule, weil ich irgendwie letzte Nacht super schlecht geschlafen habe. Und ich konnte die ganze Zeit nicht einschlafen. Und es gibt nichts Schlimmeres für mich, als unausgeschlafen in der Schule zu sein. Ihr wisst nicht, was das für eine Qual ist, Ballettunterricht zu machen, während man die ganze Zeit gähnen muss und sich irgendwie durchkämpfen muss. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ihr habt auch alle irgendwelche anderen Sachen zu tun und die sind genauso scheiße, wenn man das müde machen muss. Deswegen, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn man schlecht geschlafen hat, sorry, aber ich bin da nicht zu gebrauchen. Also, an manchen Tagen geht's. Kennt ihr das, wenn man wenig geschlafen hat, aber man wacht auf und ist trotzdem irgendwie energetisch und motiviert? So war es bei mir heute nicht. Und da habe ich gesagt, nee, du, ich lass das sein. Dann bin ich eingeschlafen und habe tatsächlich nochmal 4 oder 5 Stunden geschlafen. War scheinbar notwendig. Wusste ich auch nicht, dass es so notwendig ist. Mir ist aufgefallen, dass ich mal wieder meine Pinsel waschen sollte. Das habe ich länger nicht mehr gemacht. So ein paar Wochen. Ich weiß gar nicht mehr, wann es das letzte Mal war. Aber ja. Ich sehe so zerzaust aus, Leute. Naja, das war's dann heute von mir. Ich hoffe, euch hat dieser Monatsvlog gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Staubsaugroboter, schreibt es gerne in die Kommentare. Alles weitere steht in der Infobox. Und das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.